Die absolute Mehrheit knapp verfehlt und doch Grund zum Feiern. Für Michelle Bachelet ist die Präsidentschaft zum Greifen nahe, 3 Jahre nach ihrer ersten Amtszeit. Selbstbewusst geht die Mitte-Links-Politikerin in die zweite Runde. Wir sehen in der Stichwahl die große Chance eines Neubeginns. Und wir wollen dafür sorgen, dass Ungleichgewichte, Missstände und Ausgrenzungen abgeschafft werden. Gerechtere Steuern, gebührenfreie Bildung und die Ablösung der noch aus Pinochet-Zeiten stammenden Verfassung. Bachelet verspricht den Chilenen einen Richtungswechsel, an dem ihre konservative Konkurrentin Mattei kein gutes Haar lässt. Als chancenlos galt sie vor der Wahl, jetzt kommt sie auf überraschende 25%. Wir treffen mit unserer Botschaft der Mäßigung auf Zustimmung, mit unserer Botschaft, das Land weiter aufzubauen. Und wir werden die zweite Runde gewinnen. Kurswechsel oder Kontinuität also, am 15. Dezember fällt die Entscheidung. Erstmals in der Geschichte Chiles stehen sich dann 2 Frauen in einer Stichwahl gegenüber.